Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Baldo. Ja, und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir immer noch im Sumpf. Ich habe gerade gefühlt eine gute halbe Stunde gesucht. Wirklich in jeder Ecke. Und ich habe hier absolut keinen Eidechsenschwanz bekommen oder überhaupt keine Eidechse gesehen. Ich hatte zwischendurch die Idee, dass es vielleicht die Eidechse sein könnte, die oben bei dem Eulenturm auf dem Geländer rumgelaufen ist, aber die war es auch nicht. Ja, mittlerweile, wenn wir oben rechts gucken, haben wir 661 Dindi gesammelt. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so weit von den 1000 Dindi entfernt. Da können wir uns fast die Frostrüstung, die uns schützt, dann selber kaufen, ohne Rabatt. Aber ich bin auch zum Schluss gekommen, vielleicht sind wir auch einfach zu früh hier unten im Sumpf. Weil hier hinten in dieses Gebiet, ich bin absolut nicht reingekommen. Ich weiß nicht, wie man hier hinten reinkommt. Vielleicht sind wir zu früh, ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ich habe auch nochmal geguckt, wir haben noch Hauptqueste und zwar hier der große Ramo und Staub der Erneuerung. Beim Staub der Erneuerung, dann müssen wir hier hoch und für Ramo hier hoch in die Wälder. Da würde ich sagen, können wir hier vielleicht anknüpfen, erstmal hier vielleicht gucken, ob wir hier oben irgendwie reinkommen oder vielleicht dann doch hier runtergehen. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob wir da oben weiterkommen, aber hier im Sumpf ist auf jeden Fall erstmal Ende, würde ich sagen. Ich würde uns jetzt einfach hier hoch teleportieren und dann gucken wir mal, ob wir hier hoch in die Wälder kommen. Und im Zweifelsfall kommen wir auf die 1000 Dindi und können uns dann die Rüstung kaufen und kommen dann vielleicht so auch dann zum Eulendorf, ohne den Rabatt auf die Rüstung zu bekommen. So, dann würde ich sagen, rüsten wir mal aus und Lied des Windes. So, und jetzt gehen wir hier hoch und dann müssen wir einfach nur hier rüberlaufen zu den Panzerhügeln und dann Richtung Norden in den Wald rein. Vielleicht finden wir auch noch einen Eulenturm. Das wäre auch ziemlich gut. So. Okay, können wir hier über die Steine runter? Weil ich möchte keinen Schaden durch Erfrieren bekommen. So, und dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal hier schräg rüber. Ich weiß nicht genau, weil ich glaube, wir müssen hier unten lang. Auf jeden Fall zurück in die Panzerwälder müssen wir. Ich esse gerade mal noch eine Kirsche. So. So, wo befinden wir uns jetzt? Hier, genau. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier Richtung Norden. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt schon ist. Oh, was haben wir hier? Konnten wir hier bei dem Stein irgendwas aktivieren? Eulenlied? Okay. Nur Deko. Da oben habe ich gerade ein Wildschwein grunzen hören. So, die lassen wir mal aus. Ist das hier was zum Graben? Nein. So, ah, hier geht's nach oben. Oh. Hier, also hier waren wir auf jeden Fall auch noch nicht. Dann würde ich mal sagen, sind wir hier auf jeden Fall richtiger als im Sumpf. So, und ein Teleportplatz ist natürlich immer gern gesehen. So, wen haben wir denn hier wieder?
Baldo, dein Weg hat dich an diesen Punkt geführt. Du hast schon eine große Entfernung zurückgelegt. Aber dennoch ist dies erst der Beginn deiner Reise. Von hier aus kannst du zwei verschiedene Wege einschlagen. Wenn du in den Bergen Richtung Norden gehst, folgst du dem Pfad, der dich zum großen Ramu, dem Gott der Wälder, führt. Da wollen wir hin. Ich habe ihm schon von dir berichtet und vielleicht wird er dir helfen. Aber das ist nicht garantiert. Wenn du in den Bergen Richtung Nordosten gehst, gelangst du zu den Leone-Höhlen. Da müssen wir allerdings auch hin. Der kältesten Gegend dieses Landes. Okay, ach ja, da. Oder du folgst diesem Pfad zu den Bobo-Wäldern. Da müssen wir auch hin. Dem vielleicht magischsten Ort im ganzen Land. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Triff eine weise Wahl und nimm dich auf deiner Reise in Acht. Okay, von oben kommen wir, vom Eulendorf, das ist zu kalt für uns, da brauchen wir die Rüstung. Ach, wie süß. Da sitzt so ein kleiner Bobo drauf. Und hier oben ist auch einer rumgekraxelt. Ach, wie cool. Okay, wo gehen wir hin? Ich glaube, ich gehe erstmal... Ich gucke noch auf der Karte, ich muss hier wahrscheinlich nach oben gehen, genau. Wir sind hier... Und jetzt geht's hier nach oben. Wir besuchen mal den großen Ramo und hoffen, dass der uns wohlgesonnen ist. Oh. Karotten gibt's da. Ah, wir haben immer noch kein Schild. Die waren beide kaputt gegangen. Ich nehme mir die Karotten mit. Na toll. Jetzt liegen die da oben. Irgendwo... reingebackt in den Felsen. Kriegen wir die trotzdem? Ah, sehr gut. Was gibt's hier? Nichts. Oh, was war das Weißes? Ein Wolf. Ah, toll. Ohne Schild brauchen wir den gar nicht rangehen. Sind wir jetzt schon hier in den Wäldern drinnen? Noch eine Kugel. Okay, 5 Dindi. Ein Gegner. Verdammt. Okay, wie kriegen wir... Nein, ich will doch die Schaufel ausrüsten. So. So treffe ich es auf jeden Fall nicht. Okay, wir lassen die Kiste einfach in Ruhe. Die zieht mir zu viel Leben ab. Und ohne Schild, schwierig. Ich habe schon nur noch 3 Tränke und 5 Kirschen. Dann gucke ich doch erstmal, ob ich hier irgendwo... Hier oben geht's auf jeden Fall. Wir müssen dann wieder hoch. Da ist eine Höhle. Okay, wie kommen wir da hin? Geht's hier irgendwo nach oben? Hier? Oh. Oh ne, den können wir nur mitnehmen, theoretisch gesehen. Hier scheint's hoch zu gehen. So, was sagt der Wegweiser? Wie die Plateau hier entlang. Wir wollen aber hier hoch. In die Wälder zum großen Ramo. Und die Frage ist, was war da hinten für eine Höhle?
Das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Hier schwebt Gras in der Luft. Auch sehr geil. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Da ist auf jeden Fall was sehr, sehr Großes. Okay, der ist auf jeden Fall viel zu stark für uns. Okay, wir probieren einfach mal, ob wir ihn irgendwie überhaupt treffen. Oh, ich wollte eigentlich so eine... Okay, wir werfen die nach ihm. Okay, werfen ist keine gute Idee. Ich glaube, wir sind zu schwach. Also, ich bin definitiv der Meinung, dass wir für den noch zu schwach sind. Mit 4 Herzen, der zieht uns 2 ab. Vielleicht, wenn wir irgendwie Fernkampf... die Frage ist, wie kommen wir hier runter? Ah, hier vielleicht. Okay. Und hier war wieder die Kiste. Okay, wir haben viel verbraten gerade an Nahrung und an Tränken. Das können wir uns auf jeden Fall für später merken. So, dann gehen wir jetzt hier durch nochmal und folgen diesmal dem Weg. Hier sind noch überall Schmetterlinge, das sieht sehr freundlich aus. Und im Wald ist wahrscheinlich auch nicht zu kalt und nicht zu warm. Okay. Baldo, du musst unbedingt Flora finden. Sie muss zugegen sein, um das Gleichgewicht des Waldes wiederherstellen zu können. Schaue dich auf dem Friedhof um, wo der Wächter des Lichts vor langer Zeit verstarb. Dort muss ich in seinem Familiengrab finden. Okay, er war ein Nachkomme einer der ältesten Familien von Rodia. Okay, und wer bist du? Du bist der Gott des Waldes? Ramo. Boah, was ein Riesenbaum. Sei gegrüßt, kleiner Schößling. Okay, ich bin Ramo. Ich bin die Seele dieses Waldes. Aller lebenden, atmenden Dinge in der Natur und dieses Landes. Warum bist du hergekommen? Ah, ich verstehe. Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Ich kann es spüren. Meine Geschöpfe werden des Nachts ins Delirium getrieben. Jetzt verstehe ich. Ich spüre das Böse. Es wächst. Es umgibt uns. Ich habe eine Aufgabe für dich, kleiner Schößling. Du musst meine Tochter Flora finden. Ja, deswegen sind wir hier. Ich weiß nicht, wo sie sein könnte. Mal sehen, der Wald ist riesig. Aber ich kann Floras Energie nirgends spüren. Vielleicht hält sie sich nicht im Wald auf. Nur ein Ort aus Stein könnte sie von der Natur fernhalten. Ein Ort aus Stein, okay? Sie könnte sich weit weg von hier, nahe des Meeres aufhalten. Er hat nicht gesagt, ein Ort aus Stein und nicht ein Ort aus Wasser? Hm.
Hör zu, kleiner Schößling. Nimm dieses Wappen. Es gehörte einst dem Boten des Lichts in Rodia, einem alten Freund von uns. Bringe es ihm. Es könnte dir helfen, Flora zu finden und die Finsternis zu erleuchten. Möge das Glück dir hold sein, kleiner Schößling. Okay, wir haben das Wappen bekommen. Ah, okay, das ist in dem einen Grab in Rodia, haben wir, glaube ich, das gleiche Wappen gehabt. Alles klar, okay. Wir haben ja was? So. Okay. Ich sag mal, wenn seine Tochter auch nur halb so groß ist wie er selber, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, diese irgendwie zu finden. Okay, gibt's was Neues hier? Okay, ja, wir müssen unbedingt... Okay, ich bin sicher, wir werden sie auf jeden Fall finden. Die Frage ist, gehen wir jetzt zurück auf den Friedhof? In das Grab? Kommen wir da jetzt schon weiter? Ich guck mich erstmal hier um nochmal. Ich habe jetzt immer Angst vor Kisten. So, wo geht's hier hin? Eine neue Karte vom Gebiet wäre auch nicht schlecht. Irgendwas läuft hier lang. Oh. Ein Häschen. Das lassen wir jetzt mal da lang hoppeln. Und Krüge. Nein. Komm noch mal raus. Irgendwie ohne Schild. Wir müssen eindeutig zurück nach Rodia. Wir müssen uns auf jeden Fall ein Schild kaufen. Ohne Schild kommen wir hier irgendwie nicht weit. Und dann können wir gleich nochmal auf den Friedhof gehen. Und eventuell... Sorry, kleiner Hase. Aber wir brauchen die Kaninchenpfote. Damit wir mehr Glück haben. Hasenfoto für mehr Glück. Wo geht's hier hin? Ans Widi-Plateau. Ich gehe nochmal hier lang. Vielleicht finden wir noch einen Teleporter. Da unten ist auch eine Höhle. Oder wir sehen vielleicht noch Pilze und können wieder eine Karte kaufen. Also eine Karte wäre natürlich auch gut, dass wir die ganze Welt irgendwann aufgedeckt haben. Dinaberge. Das war okay, wie als hätten wir gerade eine Quest erfüllt. Was haben wir hier? Ein schwarzes Loch. Ein Fluss. Oh, wir können hier... den Fluss bergab. Okay, wo sind wir hier gelandet? Dort oben immer noch. Hier gibt es einen Kürbis. Oh. Und da haben wir auch wieder kein Schild. Also lassen wir den Kamerad auch mal so für sich sein.
Oh, etwas Geld ausbuddeln. Vielleicht sollten wir mal nach so einer Höhle suchen. Und erstmal den offiziellen Weg laufen. Aber ich mag die offiziellen Wege nicht so. Ich mag lieber die inoffiziellen, wo man vielleicht irgendwas Neues entdecken kann. So, wo geht's hier runter? Und da geht's auf jeden Fall hoch. Eine Kiste. Staubbeutel. So, hier geht's noch ganz nach oben. Wir haben schon wieder so einen Steinkreis. Einmal über die Brücke. Ich wüsste gern, wo wir hier sind. Geht's hier irgendwo weiter? Ah, hier. Eine Höhle gefunden. Wobei, wir lassen uns einfach einmal erledigen. Und dann gehen wir den Kampf an. Okay, das ging ziemlich schnell. Ich wollte noch einen Trank trinken. Sehr gut. Da haben wir beide besiegt. Und haben hier direkt einen versteckten Eulenturm gefunden. Oh, noch eine Kiste? So. Dann wollen wir mal. Was haben wir hier? Putrisino. Auch hier wieder was zum Schieben. Oh, das ist aber auch was Großes zum Schieben. Wo geht's denn hier hoch? Hallo? Wo ist die Treppe? Ach, hier vorne. Okay. So, hier habe ich drei Stück. Der steht schon drauf. Ich glaube, den muss ich nach hier schieben. So, den kann ich auf jeden Fall wieder zurückschieben. Also, fangen wir mal hier an. Ich würde sagen, mit dem ersten hinten müssen wir anfangen. So, der hier gehört auf jeden Fall ganz hier am Anfang. Dann denke ich, kann ich den auch zumindest schon mal auf den äußeren hier schieben. So, die zwei... Das hätten wir ja dann schon geschafft, oder? Ich den jetzt hier. Die anderen zwei stehen schon drauf.
fast schon. Okay. Das war jetzt doch einfacher als gedacht. Rune der Macht. So, wie viel haben wir jetzt von den Runen der Macht? Oh, Rune der Macht. Wir haben jetzt 4 Stück. Was müssen wir mit der Rune der Macht machen? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal 4 davon. Hatten wir irgendeine Quest? Oh nein, Gegner sind wieder da. Eventuell. Okay, Gegner sind nicht mehr da. Aber Kisten sind wieder da. Nur eine Kiste diesmal. Okay, dann gehen wir wieder raus. So, sehr schön. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein hier. Einfach den... Okay, da ist die Kiste wieder. Die lassen wir einfach mal stehen. So, wo geht's hier unten hin? Der steht schon so verdächtig da, der Krug. Okay, hier geht's auch nochmal hoch. Wo kommen wir hier hin? Oh, was haben wir hier? Eine Hütte. Jemand zu Hause. Eine leerstehende Hütte. Können wir irgendwas machen hier? Das kann nicht sein. Okay, vielleicht ist hier zum späteren Zeitpunkt. Aber hier ist doch sogar noch so ein Steak auf dem Tisch und hier ist eine fertige Suppe. Muss doch irgendjemand da sein, der das hier essen möchte. Okay, anscheinend eine verlassene Berghütte. Na gut, dann würde ich sagen, legen wir hier eine kleine Rast ein an dieser Berghütte. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.